Das Bowser-Team finde ich immer noch richtig cool. Also das macht richtig Laune. Wenn man das einmal raus hat, kann man auch relativ schnell damit drauf losfahren. Ha, guckt euch das an. Die Holzrutsche. Achtung. Ja, komm. Und los, los, los. Ja, sauber. Zwei Bäume gefällt. Ich glaube, das wiederholen wir noch ein paar Mal. So kommt man aber richtig gut am Material. Achtung. Oh mein Gott, ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Lego Survival mit dem Game Pro und der Klötzchen. Und ich habe mir heute überlegt, ich möchte ganz gerne umziehen. Ich möchte ein neues Dorf gründen und zwar ein bisschen näher an der Wüste, ein bisschen näher an dem Geschehen, etwas näher daran, wo eigentlich momentan so die Action tobt. Und ich habe mir überlegt, ich werde so grob ungefähr hier in den Norden ziehen, in diese Richtung, dass wir relativ nah an der Wüste sind, auch relativ nah an einem Eisgebiet und nicht so weit ab vom Fluss, wie wir es hier unten sind. Und was ich mir überhaupt überlegt habe, als allererstes, das Wichtigste, was ich mir überlegt habe, ist, ich möchte ganz gerne eine Skybase bauen. Ich möchte meine Stadt in die Luft heben. Ich möchte die Stadt ein bisschen monstersicher und skelettsicher machen. Und da bin ich ja sehr gespannt, was das gibt. Aber von daher habe ich mir überlegt, eventuell baue ich mir eine Brücke dorthin. Mal schauen, wie wir das am geschicktesten anstellen. Ich habe hier auch ein bisschen rumgetüffelt. Ich habe meine Stadtmauer ein bisschen ausgebaut. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe auch hier noch viel zu tun. Aber ich habe einen kleinen Wehrgang gebaut. Und ich habe hier hinten angefangen mit meinem Hochhausprojekt. Aber auch das werden wir eventuell dann umziehen und mitnehmen in die neue Stadt. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Mal schauen, vielleicht machen wir das auch hier weiter. Ich muss mir nur überlegen, wie wir schnell reisen können zwischen den einzelnen Orten. Das ist mir aktuell noch zu aufwendig. Es dauert mir immer zu lange. Wie kommt man von A nach B, ohne irrsinnig lang, stundenlang durch die Gegend zu rennen? Ich würde mir einmal hier... Ich schaue gerade mal. Wir reisen erstmal von hier aus in den Norden. Ich baue mich... Ähnlich wie ich das die höchste Treppe überhaupt Lego Fortnite Video gemacht habe, ein bisschen in die Höhe, damit wir schon mal so ein kleines bisschen außer der Range von allen Gegnern sind. So, ruhig ein bisschen höher noch, super schön. Wir bauen uns einfach nur ein kleines Stückchen hoch und von hier aus würde ich sagen, bauen wir uns eine richtig coole Brücke. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir das am besten machen? Ich brauche natürlich irgendwelche Böden, die wir aus Holzstücken bauen können. Zum Beispiel so. Wenn wir das jetzt einfach mal hier so schön aneinander setzen, dann können wir schon eine schöne Brücke machen. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und eventuell können wir dann den Rand links und rechts noch mit einem Geländer versehen. Ich baue einfach mal drauf los. Wir gucken mal, wir bauen so lange, bis es Tag wird. Und wir schauen, wie weit wir kommen mit dem Material, was wir haben. Ein bisschen Holz habe ich ja noch, aber wir müssen uns sicherlich noch mehr besorgen. Das Holz wird garantiert nicht reichen. So, es ist mal wieder ein beklopptes Projekt, aber ich habe da Lust drauf, weil ich einfach keine Lust habe, ständig durch die Gegner retten zu rennen. Wenn wir hier eine kleine Brücke haben, Leute, das sieht doch schon gar nicht so paket aus. Ganz schön blöd. So, pack das mal wieder ein. Leute, das kann man doch so machen, oder? Eventuell, das ist jetzt aber noch eine ganz, ganz blöde Idee. Ich schaue mal gerade, wenn wir das vielleicht ein bisschen breiter machen, auch von links und rechts, vielleicht können wir uns hier ein Auto drauf bauen und dann mit dem Auto hier drüber fahren. Weil dann haben wir eine schöne gerade Strecke, Leute, das könnte eventuell eine Idee sein. Aber das ist natürlich ein Bauprojekt, was irrsinnig lange dauert. Ich bin mal gespannt, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme und wie lange ich dafür brauche. Aber das soll jetzt erstmal mein Ziel sein. Ich möchte Richtung Wüste und ich möchte natürlich nicht alles von Hand schleppen. Ich möchte nicht immer hin und her rennen müssen. Ich habe den Startpunkt für mein Dorf damals nicht gut gewählt und jetzt muss ich damit klarkommen. So, was haben wir denn da unten? Ich sehe... Das Bausystem finde ich immer noch richtig cool. Also das macht richtig Laune. Wenn man das einmal raus hat, kann man auch relativ schnell damit drauf losfahren. Man kann sich natürlich auch verbauen. Jetzt habe ich doppelt geklickt. So, pack's nochmal weg. Und bau den wieder ab. Das sieht ja doof aus. Ja, genau. Leute, das ist schon ganz schön weit. Ich würde mir ganz gerne eine Fackel hier hin. Mal gucken, kann ich die Fackel... Dann haben wir aber selber keine mehr. Können wir uns eine Fackel craften? Ne, dafür müsste ich ja wieder zurück. Wir nehmen die Fackel wieder auf und gehen weiter. So, komm. Heb sie auf, meine Liebe. Und mach zu. Und sieh zu, dass du weiter baust. Wir haben noch einen. Das ist der falsche. Das ist der falsche. Ich hätte natürlich gerne längere Blöcke. Ich kann mir einmal noch mal kurz durchschauen, ob wir eventuell was Besseres haben. Ich könnte theoretisch auch diese Blöcke hier machen. Die sind halt schon relativ breit, aber das gefällt mir irgendwie rein optisch auch gar nicht so gut. Von daher gehen wir nochmal zurück. Wir suchen uns nochmal die Böden.
Ich glaube, das ist schon so aktuell das Beste, was ich hier machen kann. Der Tag bricht langsam wieder an, aber mein Holz ist zu Ende. Das bedeutet, wir gehen nochmal Holz fällen. Packt ihr es in die Hand? Ja, schon heute, das ist ja schon ein ganzes Stück. Ich schaue mal kurz auf die Karte, wie weit sind wir gekommen? Das ist nicht sehr weit. Also wir brauchen noch jede Menge Holz. Ist nicht so schlimm. Wir sind abgestürzt. Kein Problem. Eventuell baue ich mir von hier oben aus auch mehrere Wege runter, dass wir immer zwischendurch mal von der Brücke runter können, abspringen können. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Wald. Ach, schau mal, ich habe sogar schon eine zweite blaue Axt gebaut. Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe einen Frosch im Hals. Der möchte einfach nicht weg. Verdammt. So. Schnapp dir mal einen großen Baum. Wir brauchen jede Menge Holz. Na, Spinni? Ich glaube, ich spinne. Da hinten ist schon wieder der Wolf am Start und jagt unsere Schafe. Da müssten wir uns eigentlich auch rum können. Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich, Holz. Ich habe keine Zeit für dich, Wolf. Wir brauchen Holz. Ich habe keine Zeit für dich, Holz. Wir brauchen Wolf. Nein, so nicht. Ich habe keine Zeit für dich, mein lieber Wolf. Lass du meine Hühner aber trotzdem in Ruhe. Oh Mann, was ist denn da los mit dir? Du kannst doch nicht meine ganzen Hühner fressen. Du bist ja echt ein kleiner, mieser Wolf. Da ist doch eine. Hallo. Oh, armes Hühnchen. Komm, lass dich streicheln. Vielleicht geht's hier nachher auch wieder besser. Gib mir ein Ei. Und du auch. Armes Schaf. Kann ich aber nicht aufsammeln. Ich habe keinen Platz in den Taschen. Schlag die Maul. Wir schauen mal gerade ins Inventar. Wie viel haben wir? Ach, das brauchen wir nicht. So, noch ein Baum. Wir schauen mal gerade. Jawohl, wir können noch ein bisschen mitnehmen. Wir haben noch Platz in der Tasche. Und wir brauchen so viel Holz. Liebe, schlag dir alle Bäume um. Und wenn wir alles kahl roden. Die Brücke hat Priorität. Ich baue jetzt erstmal nur die grobe Brücke. Und die Geländer machen wir dann später. Damit wir nicht alles auf einmal machen. Und dann schauen wir auch mal, wo wir eventuell Auf- und Abgänge, Zu- und Fortgänge machen können. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt irgendwo anders eine neue... Ein neues Dorf bau, ist das Dorf dann auch wieder auf Level 1 und ich muss alles von vorne machen? Ich vermute es ja. Aber wir werden sehen. Schön sieht das aus, Leute. Guck mal, da oben ist unsere Brücke. Ich hätte natürlich gerne irgendwie auch ein paar Stützen. Aber das mache ich dann mal ganz in Ruhe. Eventuell fällt mir da was ein, wie wir da was Vernünftiges hochbauen können. Aber das geht nicht ohne Hilfskonstruktion. Wir sind ja im Survival-Modus und nicht im Kreativ-Modus. Und daher muss das so funktionieren, Leute. Schau mal, ist das eine hohe Brücke? Sehr cool. Und vor allen Dingen wird das nicht nur eine hohe Brücke, es wird auch eine irrsinnig lange Brücke. Mal sehen, wie weit ich damit komme, bevor wir irgendwo gegen einen Baum oder gegen einen Berg stoßen. Vor allen Dingen hat man von hier oben eine herrliche Aussicht, Leute. Schaut euch das an. Ah, Vorsicht, Klötzchen. Pass auf, wo du hinläufst. Wir brauchen dringend ein Geländer. So, wir nehmen wieder den rustikalen Boden und packen ihn hier ran. Genau, schön, immer mit dem Step-Modus. Dann kommen wir auch relativ schnell voran. Nein! Ach, Menno, Klötzchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Also immer dreimal schlagen, für einmal abbauen. So, bauen, rustikales Brett. Super. Und schön ansteppen. Genau, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und dann funktioniert das auch mit der Brücke. Und fall nicht runter, meine Liebe. Es geht schon tief. Aber wenn wir hier runterstürzen, sind wir auf jeden Fall noch nicht tot. Das werden wir sehr gut überleben. Wir haben noch 104 Bretter. Und die verbraten wir jetzt auf jeden Fall alle mal. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen. Eventuell bauen wir uns aber hier vorne gleich schon mal mit Treppen runter, damit wir nicht so weit zurücklatschen müssen. Das wäre eventuell eine... Gute Idee, ich denke mal. Achtung, Plötzchen. Wir machen uns hier einen kleinen Abstieg hin. So. Und wie wäre es denn, wenn wir das hier mit diesen Treppen machen? Meine Lieben. Komm, ich mache das mal auf die andere Seite. So, auch mal hier dran. Achtung. So, und dann bauen wir uns hier einen richtig schönen Treppenturm hin. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Ist zwar etwas schwieriger, hier hochzulaufen, aber ich denke, es sieht auf jeden Fall optisch schöner aus, als wenn wir so irrsinnig lange Treppen überall nur haben. So, ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Achtung, na, Step hier dran.
Gleich geschafft, meine Liebe. Wir haben es gleich hinter uns. Sehr schön. Leute, schaut mal hier. So, geh mal ein bisschen weiter weg. Da hinten sind schon Bäume. Das ist sehr gut. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Leute, das wird die längste Brücke in Lego Fortnite, die es jemals gegeben hat. Ich bin mir sicher. Aber wir bauen das. Wie gesagt, es ist bekloppt, aber bekloppt ist mein zweiter Vorname. Und darum machen wir das. Ich habe da einfach gerade Lust drauf. Ich möchte diese Riesenbrücke haben. Also lasst uns reinhauen. Wäre natürlich schön, wenn wir da auch noch so ein bisschen Konstruktion drumherum machen würden. Aber das schaue ich mir dann später an. Erstmal das Grobe und dann das Detail. Und erstmal ganz viel Holz anschaffen. Ja, Spinne, ich weiß, aber ich habe gerade kein Schwert für dich. Nimmst du auch meine Axt? Dankeschön. Wir haben doch noch ein Schwert hier. Erzähl doch keine Märchen. So, und weitergebaut. Hol dir Holz. Ich hätte gern irgendwo eine unendliche Holzquelle. Ja, komm, Spinne, ich weiß. Du möchtest eins auf die Nuss, kannst du haben. Aber jetzt lass uns doch bitte einfach mal in Ruhe. Das ist halt einfach das Ding, weswegen ich gerne diese Brücke haben möchte. Hier unten hat man ständig Gegner, die einem hinterherrennen. Das ist ja manchmal ganz cool, aber ich möchte nicht immer kämpfen. Manchmal möchte ich einfach nur schnell von A nach B. Und dann brauche ich einfach diese Brücke. Quasi als Schnellreisesystem. Und ich bin mal gespannt, wenn ich mir das wirklich als Autobrücke zusammenbaue, wie ich das dann am besten mache. Ich habe schon gesehen, es gibt Monorails. Da gibt es verschiedene Tutorials, aber ich möchte das nicht nachmachen. Ich habe eine andere Idee. Ich baue mir das Auto oben drauf und versuche das mit, wir verhungern schon wieder. Und versuche das dann mit Leitplanken irgendwie in der Bahn zu halten. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aber dafür brauchen wir so gigantisch wie Holz. Also falls irgendjemand das sieht und Bock hat auf dieses Projekt, mir dabei zu helfen, mich dabei zu unterstützen, sagt mir gerne Bescheid. Ja, dann machen wir das mal gemeinsam. Aber vielleicht schaffe ich das ja auch heute noch alleine. Wir haben ja ein bisschen Zeit und daher nutzen wir diese. Und tau rein. Los. So, eventuell baue ich mir auch meine Skybase direkt von der Brücke aus, sodass wir... Das wäre ja auch eine Idee. Dann bauen wir die Brücke rüber bis quasi... Lass mal kurz auf die Karte schauen. Wir sagen so bis hierhin, dann würde ich abknicken Richtung Wüste. Und eventuell stößt meine Insel, meine Brücke dann direkt an die Base. Das ist natürlich ein... Leute, das ist ein Projekt. Ich denke, da werden wir ein paar Tage dran bauen. Das ist nicht von heute auf morgen fertig, aber ich habe Zeit. Und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Und wer weiß, vielleicht hat jemand Bock, da mitzubauen dran. So, es wird schnell dunkel. Ich möchte gerne wieder oben sein auf der Brücke, bevor es Nacht wird, meine Liebe. So, da sind wir wieder. Wir könnten ja einmal kurz schauen, wie man das Ganze eventuell noch mit ein paar Säulen oder irgendwas ähnlichem ein bisschen schicker machen kann. Ich hätte das gerne von unten angesnappt. Lässt sich jetzt irgendwie nur oben dran setzen. Lass mal gucken, was haben wir denn sonst noch für Teile? Womit kann man denn diese Brücke? Die snappt auch immer nur hier an den Kanten an. Das finde ich ein bisschen unschön. Was hätten wir denn sonst noch zur Wahl? Nee, das ist hässlich. Das will ich nicht haben. Wie wäre es denn, wenn wir uns hier irgendwo zumindest... Das ist natürlich jetzt mit diesen Steinen ganz schön schwierig zu machen. Ich möchte, dass du unten ansteppst. Kannst du das irgendwie realisieren? Dankeschön. Und hier auch noch einmal. Am besten. Und ich sehe doch den Punkt. Warum siehst du ihn nicht? Plötzlich, ne? Ich möchte es gerne von unten. Ist egal. So. Einmal. Schade, ich sehe da unten den Punkt, aber du möchtest nicht da dran. Ausrichtungslos halten, bauen, anstupsen. Okay. Ich kann es von Hand ein bisschen hin und her setzen, aber ich krieg den Punkt da unten nicht gepackt. Schade. Dadurch sieht das gar nicht mehr so schön aus. Egal, da lasse ich mir noch was einfallen. Hier müssen wir auf jeden Fall Geländer dran bauen. Das sieht, ist sonst schwierig. Irgendwann falle ich hier runter, vor allen Dingen, wenn ich hier nachts hoch werde. Aber... Gefällt mir trotzdem schon ganz gut. Habt ihr nochmal die Fackel? Und dann gehen wir wieder rein und suchen uns den Boden. Und los. Schade, dass du die Fackel nicht beim Bauen in der Hand halten kannst. Das wäre eigentlich auch noch sehr, sehr schön.
Funktioniert aber leider nicht so. Wir bauen uns jetzt durch. Bis auf jeden Fall so weit, wie es geht. Wir haben jede Menge Holz geholt und das wollen wir jetzt einmal wieder verbauen. Und schauen, wie weit können wir kommen, wie weit können wir bauen und wie groß wird unsere super lange, die längste Brücke in Lego Fortnite. Und vor allen Dingen, wie schön wird die Brücke. Ich habe noch so viel damit vor, ich möchte sie definitiv weiter ausbauen und ich möchte eventuell wirklich eine Autobrücke daraus bauen. Weil es ist natürlich schön, man kann sich Autos bauen, das ist eine interessante Geschichte, ja. Aber was bringt mir das Auto, wenn ich damit ständig gegen irgendeinen Baum fahre oder gegen einen Stein und nicht vernünftig lenken kann? Also müssen wir eine andere Sache machen. Und ich denke, und eine Brücke, so eine Autobahnbrücke, das könnte schon eine gute Sache sein. Ich schau mal, wie weit sind wir schon? Wir gucken einmal gerade auf die Map. Ein wenig müssen wir noch. Heute, wir brauchen noch so wahnsinnig viel. Also ich glaube, hier vorne müssen wir jetzt noch mal runterbauen gleich. Aber erst, wenn wir in der Nähe des Waldes sind. Wahnsinn, Leute. Was für eine Konstruktion. Ja. So, dann versuchen wir jetzt einmal von hier aus wieder runterzukommen. Achtung. Das könnte man natürlich auch direkt so machen. Achtung. Das wäre eventuell ein bisschen Platz sparen. So. Aber das geht natürlich hier dann... Ja, hier geht es leider nicht anders. Dann machen wir das doch wieder genauso wie gerade. Nur ein bisschen anders. So wie gerade, nur anders. Lassen. Nein! Plötzchen! Mach das nicht! Müssen wir doch wieder deine Taschen freimachen. Wieso hast du schon wieder alles in der Leiste liegen? Du brauchst doch immer einen freien Slot. So, Leiter bitte. Hallo? So geht das. Genau. Und so. Wunderschön. Jetzt hätte ich fast schon wieder zu schnell geklickt. So, pass auf. Erst drehen, dann klicken. So, wir sind unten. Gut, Leute. Das wird eine Wahnsinnsbrücke. Ich bin echt gespannt, was das gibt, wenn es fertig ist. So, nimm dir bitte wieder deine Axt. Was ist denn da los? Meine zweite blaue Axt war doch kaputt. Warum ist die jetzt wieder ganz? Interessante Sachen passieren. Ich kann die Nacht nicht mehr überbrücken. Dafür repariert sich meine Ausrüstung wie von Zaubern. Leute, ist doch nicht wahr. Was ist denn hier los? Ich glaube, da haben sich die Entwickler noch ein paar Bugs reingebaut. Kann passieren bei so einem großen Projekt. Ist das kein Wunder. Aber schon sehr, sehr seltsam, Leute. Aber schön, ich beschwere mich nicht. Brauche ich mir keine neue Axt machen. So, sammel ein. Hol dir dein Holz. So, wir sollten uns mal ein paar große Bäume schlagen, damit die auch weiter bauen können. Und ich brauche noch so gigantisch viel Holz für die Sachen. So, meine Nase juckt auch schon wieder. Auch noch los, bau, was du kannst, Plötzchen. Wunderbar. Nochmal so bis hierhin und dann einfach mal rüber, dass wir quasi so irgendwo hier in den Bereich hier gelangen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Gar nicht zu weit nach vorne bauen, sondern jetzt gleich den Schwenk nach links machen. Ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. Oh mein Gott, Riesenholzstamm rollt. Achtung, Leute. Alle aus dem Weg. Moment, ich schütze dich nochmal an. Kann doch nicht sein. Los. Haha, guckt euch das an. Die Holzrutsche. Woo. Wahnsinn, Leute. Das ist cool, die Physik Engine. Macht einen guten Job in dem Spiel. Gefällt mir gut. Klasse Sache. So, aber ich hätte wirklich gerne... Lass mich doch in Ruhe. Ich habe keine Zeit zum Kämpfen. Wirklich nicht. Ernsthaft, noch gar keine Lust. Geh mir doch einfach mal nicht auf die Nerven. Und so. Verlierst doch eh. Du, jetzt. Hättest du mich einfach gelassen, wäre es nur halb so schlimm für dich gewesen. Oh, mach's doch lieber mit der Axt. Tut nicht so weh. Eventuell könnten wir uns ja auch mal eine Flugplattform bauen. Ich denke, wir müssen das Equipment eigentlich dafür schon so weit zusammen haben. Vielleicht ist das auch keine schlechte Idee.
Das geht zur Sache hier. Schaut euch das an. So kann man Material abbauen. Vielleicht sollten wir wirklich immer irgendwo einen großen Baum vernehmen und gegen andere Bäume rollen lassen. Einfach um Bäume schneller abzubauen. Guck mal, der hat hier alles abgebaut. Der hat Steine abgebaut, der hat Holz gefällt. Gar nicht so übel. So, bleib stehen, du Stamm. Bleib stehen. Oh, oh, Achtung. Plötzlich. Oh, jawohl. Dich könnten wir eigentlich auch mal benutzen. So ein bisschen Holzarbeit. Komm. Komm mal her. Vielleicht kannst du hier nochmal lang. Achtung. Ja, komm. Und los, los, los. Jawohl, sauber. Zwei Bäume gefällt. Ich glaube, das wiederholen wir noch ein paar Mal. So kommt man aber richtig gut am Material. Achtung. Komm. Mann, du sollst dich schubsen. Schmeißen sollst du rollen. Sehr gut. Also schneller kann man ja eigentlich gar kein Holz finden. Nun schau mal, hier haben wir noch einen großen Stamm. Machst du mit? Komm mal hier. Hier, hier. Put, put. Komm, komm, komm. Achtung, hier. Ah, super. Danke. Oh, oh, oh. Achtung. Aufgepasst. Bam, rollt. Also auf die Art und Weise geht das ja am allerbesten. Mann, warum habe ich das schon viel früher gemacht? Guckt euch jetzt an, wie viel Holz wir haben und wie viel Stein. So, 240 Holz. Irre, ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall ans Ziel. Dankeschön. Danke fürs Mithelfen. Du bist echt die beste Krabbe, die es gibt. Sehr schön. Und jetzt passt bitte auf, dass sie nicht runterfällt. So, ich wollte jetzt langsam aber sicher nach links abbiegen. So, wir machen noch ein Stückchen. Noch so ein paar Platten, eine Handvoll Platten geradeaus. Und dann biegen wir ab. So, hier biegen wir ab. Und dann geht's Richtung See dort hinten. Und dann sind wir auch schon sehr nah an der Wüste. Wobei das natürlich fürs Auto blöd ist. Aber dann müssen wir hier irgendwie einen Stopp fürs Auto einbauen. Und den Rest zu Fuß gehen. Wenn wir es denn so bauen. Das kann ich natürlich auch noch ändern. Vielleicht lassen wir das auch einfach als reine Fußgängerbrücke bestehen und machen den Rest irgendwie anders. So, aber jetzt, bitteschön, Achtung. Bauen wir uns erstmal hier noch schön weiter. Ja, du jagst mal da unten und wir haben hier oben unsere Ruhe. Genau das ist der Plan. Schaut mal, da hinten ist unser Dorf. Sehr schön, also man kann so weit gucken in diesem Spiel. Wunderschön. Nein! Mach das nicht, Klötzchen. Hau das wieder ab. So. Ich denke, ich möchte auf jeden Fall bis zum See kommen. Und irgendwie, eventuell, mache ich mir zwischendurch an unsere Skybase. Ich bin mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt und ob das überhaupt Sinn macht. Und ob wir auch Dorfbewohner dann da oben hinbekommen. Auch da bin ich mal gespannt. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Sehr schön. Leute, wir sind schon wirklich weit gekommen. Wir verhungern. Natürlich. Es tut mir leid. Ich lasse dich immer hungern, du Liebe. So, aber jetzt bau weiter und bau schneller. Und denk nicht immer nur an das eine. Denk nicht immer nur ans Essen. Du bist echt eine verfressene kleine Klötzchen. Und schon wieder. Mensch. Busch am Bau. Leute, krass. Guckt euch das an, wie weit die Brücke schon ist. Wie weit wir hier schon über diese Megabrücke laufen. Und wie sich auch die Umgebung darin spiegelt. Das sieht ja wirklich, wirklich cool aus. Passt rein. Gefällt mir gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir hier runterfallen. Von daher sollten wir eventuell mal schauen, was wir hier an Möglichkeiten haben. Und hier oben auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Da haben wir noch jede Menge zu tun. So kann ich das jetzt hier so snappen? Jawohl. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall machen, damit wir hier nicht aus Versehen runterknallen. Aber auch dafür brauche ich wieder so gigantisch viel Holz. Aber ich habe jetzt eine gute Methode, schnell an Holz zu kommen. Ich denke, wir bauen uns hier mal runter. Hier sind zu viele Bäume wieder. Das könnte sich doch lohnen. Und wenn wir jetzt auch noch eine Krabbe hier haben, dann geht das mit dem Abbauen auch relativ hurtig. So, macht ihr nochmal eine Leiter. Treppe, wie auch immer. So, Achtung. Wir machen das jetzt nochmal so. Genau. Dankeschön. Achtung. Rechts abbiegen. Jawohl, rechts abbiegen.
Drehen, snappen, drehen, snappen, jawohl. Alles schön mit gedrückter rechter Maustaste, damit das ordentlich ansnappt. Sehr schön. Aber echt schade, dass ich hier keine vernünftigen Geländer für machen kann. Also das finde ich ja wirklich, wirklich schade. Wer läuft denn da hinten rum? Guck mal, das sind Gauner. Wir beschützen da hinten wieder eine Kiste. Aber ich hätte ja viel lieber eine Krabbe anstatt Gauner. Das würde mir jetzt deutlich besser gefallen. Ich hätte ja auch gerne irgendwie eine Möglichkeit, mein gesamtes Dorf umzuziehen. Auf einmal vielleicht. Und quasi das Dorflevel auch mitzunehmen. Das wäre natürlich auch mega gut. Es wird schon wieder Nacht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dass der Tag so schnell zu Ende ist. Ihr seid doch wohl bekloppt. Könnt ihr mir doch nicht antun. Ich allein im Dunkeln hier. So, komm, geh hoch. Skelette kommen. Wir müssen auf die Baustelle los, weil wir können die Nacht nicht mehr überbrücken. Also geh nach oben. Und bau ein bisschen weiter. So, ich schau mal gerade. Wir haben jetzt nicht irrsinnig viel Holz, aber ich baue mich hier mal so ein kleines bisschen drüber. Und hier raus. Achtung. Eventuell. Ich weiß nicht, ich möchte das, glaube ich, ungern mit diesen Blöcken machen. Ich würde das ganz gerne schon dann hier mitmachen, damit wir da auch eine Unterscheidung haben. Achtung, hier beginnt unsere Base. Das ist doch schon mal gar nicht so übel. Achtung, hier in die Richtung auch nochmal. Und dann schauen wir gerade mal. Bin ich jetzt irrsinnig gespannt, kann ich mir hier oben ein Dorfzentrum hinsetzen? Also das wäre ja dann schon gigantisch. Achtung. Jawohl. Wir machen das Symbol natürlich B für Bro. Wir machen das so ein bisschen in bräunlich. Sehr schön. Wir haben ein neues Dorf. Dorf aufwerten. Es ist aber auch wieder nur Stufe B. Das ist ja wirklich schade, Leute. Aber wir haben Holz, wir haben Granit. Ich werte das mal direkt auf, damit das hier auch vorangeht. Für die nächste Stufe brauchen wir natürlich schon. Erhöhe deine Dorfbewertung im Dorfausbau. Ja, werden wir machen. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob wir hier oben auch Dorfbewohner einladen können. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und dann bauen wir uns hier schön oben eine schöne Plattform und bauen uns hier oben ein kleines Skydorf. Also da habe ich mal Bock drauf. Vielleicht machen wir das auch noch ein bisschen höher. Mal sehen, wie wir es machen. Schaut mal da hinten. Wir können unsere riesen Skytreppe sehen von hier aus. Auch nicht schlecht, Leute. Schöne Geschichte. So, ich würde sagen, für heute war das genug Bauerei. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert fleißig in meine Videos und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus, euer Gamebro.